Osmund Brettschneider, von Freunden und Kollegen kurz Ossi genannt. Ossi, den Namen habe ich doch schon gehört. Ja, das ist gut möglich. Ich war nämlich mit Ihrem Mann bei der Fahne. Ach, bei der Fahne? Bei der Armee, Reservistenausbildung. Natürlich, jetzt erinnere ich mich. Nehmen Sie doch Platz. Danke, gerne. Sagen Sie mal, Frau Herz, ist Herbert eigentlich immer noch Abteilungsleiter im Wohnungsbau oder hat er sich verändert? Nein, warum fragen Sie? Ich baue, Frau Herz. Da ich nicht vom Fach bin, vorhin steht nämlich der Chef einer Drahtzieherbrigade, bin ich auf Spezialisten angewiesen und schon klemmt die Säge. Welche Säge? Na, die hier. Nun habe ich aber über drei Ecken gehört, dass hier im Bord ein Kollege sein soll, der eine ausgezeichnete Arbeit liefert. Für ein Appel und ein Ei. Respektive soll er mit Mauern als eine Art Hobby betreiben. Kennen Sie den vielleicht? Noch nie was gehört, bitte. Danke. Der Arzt soll ihm Bewegung und körperliche Arbeit verordnet haben. Aha, und Geld verlangt er nicht? Ich weiß, klingt unwahrscheinlich, aber es soll so sein. Was für ein komischer Kauz. Ich kann Ihnen da wirklich nicht helfen. Naja, vielleicht kennt ihn Herbert. Glauben Sie, dass er bald aufkreuzen tut? Ja, gewöhnlich kommt er samstags später, aber in dieser Jahreszeit ist er schon ab 5 Uhr kein Büchsenlicht mehr. Hey. Was ist nicht mehr? Büchsenlicht. Und bei diesem nasskalten Novemberwetter durch die Wälder zu pirschen, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Besonders, wenn man so empfindlich auf den Bronchien ist wie Herbert. Büchsenlicht, Wälder, Bronchien. Ich tappe da völlig im Dunkeln, Frau Herz. Aber Herr Brettschneider, mein Mann ist auf der Jagd. Was denn, Olle? Herbert ist unter die Jäger gegangen, wo der doch früher beim Schießen über der Fahrkarte drauf hatte. Was heißt denn hier Olle Herbert und Fahrkarte? Also eine Fahrkarte, Frau Herz, das ist, wenn man doch nicht mal die Scheibe trifft, geschweige denn ins Schwarze. Und auf dem Sektor kann ich Ihnen sagen, da war Herbert unschlagbar, war er da. Ach, was Sie erzählen. Sehen Sie sich doch mal die Jagdtrophäen hier an. Alle Stücke, die mein Mann in den letzten 2 Jahren erlegt hat. Was denn, Herbert? Man muss aber lange geübt haben. Und das ist doch unvorstellbar, ist doch das. Da staunen Sie, was? Ich habe darauf bestanden, dass er sich dieses Hobby zulegt. Ewig am Schreibtisch und eine Konferenz nach der anderen. Wer hält das aus? Herbert war ja nur noch ein Nervenbündel. Ja, ja. Aber heute, diesen Bock hier zum Beispiel, den hat er im Juli angesprochen. Was hat er ihm denn gesagt? Aber Herr Brettschneider, ansprechen heißt ein Stück Wild zur Kenntnis nehmen, es beobachten, auf Alter und Qualität prüfen. Ach so. Ja, aber doch losschießen, das geht nicht. Man ist ja nicht nur Jäger, sondern auch Jäger und Pfleger, nicht wahr? Das leuchtet mir ein. Na, sehen Sie, zur Blattzeit hat Herbert den Bock dann angeblattet. So, wissen Sie? Fipfep! 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 Fipfep, ach so. Das sind die Lockrufe einer Ricke, Sie verstehen? Vollkommen. Der Bock. Und näher. Plötzlich springt der Wind und er wird flüchtig. Herbert! Nein, der Bock! Herbert, der Bock! Aber Herbert fängt den Burschen in voller Fahrt ab. Mit dem Lasso! Unsinn! Blattschuss! Auf 100 Meter Entfernung. Und da wollen Sie mir weismachen, dass mein Mann ein schlechter Schütze wäre. Na. Mein Gott, Herbert, wie hast du dir verändert? Also es tut mir unendlich leid, dass ich den Sonnabend stören muss. Aber in diesem Ort tun sich Dinge, also Dinge tun sich... Oh, guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Wenn ich bekannt machen darf, Herr Rosenknecht, Herr Brettschneider. Angenehm, Brettschneider. Ganz meinerseits, ja. Also da lebt man geschützt von Kirche und Staat ein friedliches Leben. Und dann solch ein Einbruch von Naturgewalten. Und ausgerechnet in meinem Garten. Ja, ich bin fassungslos. Ich zittere noch, mal sehen Sie mich. Oh, schrecklich. Vielleicht einen Cognac zur Beruhigung? Zu liebenswürdig. Darf ich Ihnen auch einen anbieten? Danke jetzt nicht.
Was ist denn nun eigentlich passiert, Herr Rosenknecht? Also, um es kurz zu machen, zwischen 16 und 17 Uhr habe ich auf dem Harmonium der Waldkapelle ein wenig präludiert und zu Ihrer Information, mein Herr, ich bin Organist der hiesigen Gemeinde und veranstalte kleine Konzerte geistlicher Musik. Oh, wie schön für Sie. Ja. Was entweder an der Orgel unserer Kirche oder an dem Harmonium der Waldkapelle geschieht und dieses ganz im Sinne der großen Tonschöpfer von Bach bis Buxtehude. Auf Ihr Spezielles. Fühlen Sie sich besser? Viel besser. Ja. Also nach getaner Arbeit trolle ich heimwärts. Nichts Böses ahnend erreiche ich Haus und Hof. Da höre ich doch aus dem Garten ein ungewöhnliches Schnaufen und Schniefen. Ja, ich gehe nach hinten und erstarre zur Salzsäule. Sehe ich doch eine Herde von Wildsäuen vor mir, die sich an meinem Grünkohl zu schaffen machen. Rotte, nicht Herde. Bitte? Man spricht von einer Rotte Schwarzwild, nicht von einer Herde Wildsäue. Verzeihen Sie einem Laien seine Unkenntnis. Ja, also, ich sehe mich diesen urigen Tieren gegenüber, die sich durch meine Anwesenheit in ihrer Fresslust nicht stören lassen. Ja, so als wäre ich Luft, wühlen sie weiter mit ihren Schnauzen. Mit dem Gebrech. Gebrech. Welch sinnfälliger Eindruck, ja. Also, jedenfalls herrscht hier ein entsetzliches Tohuwabu und wie ich noch stark überlege, was ich beginnen soll, ja, da fällt mein Blick auf diese alte Gießkanne und schon stoße ich ins Horn. Was geschah? Nichts. Gar nichts. Dreimal habe ich geblasen und es klang wie die Posaune von Jericho. Aber die Schweine wackelten nur mit den Ohren und fraßen weiter. Na, viel Präp hätten sie machen sollen. Oder einen Knüppel nehmen, nicht? Also, verehrter Herr, sehen Sie sich mit diesen wilden Bestien konfrontiert, dann vergeht Ihnen das Lachen. Noch dazu, wo diese Tiere im Geruch stehen, nicht besonders friedfertig zu sein. Sie haben vollkommen recht, Herr Rosenknecht. Bei dem wehrhaften Schwarzwild ist Vorsicht immer geboten. Da, na, hören Sie die Gattin eines erfahrenen Jägers. Na ja, was haben Sie mir gemacht? Ich habe Säue Säue sein lassen. Und bin auf dem schnellsten Wege hierher, um unseren ortsbekannten Weidmann zu bitten, sich der Sache anzunehmen. Aber sicher würde mein Mann Ihnen helfen, er ist von der Jagd noch nicht zurück. Das ist fatal. Hier muss sofort etwas geschehen, mein schöner Grünkohl. Aber was kann ich allein gegen diese wilden Bestien aus? Immer mit der Ruhe, ich bin ja auch noch da. Sind Sie Jäger? Ja, Großwildjäger. Ach. Elefanten sind meine Spezialität. Aber wenn Sie zwei handfeste Knüppel hätten, Frau Herz. Augenblickchen. Ich habe was viel Besseres. Das ist ja ruhig. Wie viele Säue waren es denn? Vier. Warten bloß vier? Na, das reicht doch, meinen Sie nicht? Ja, schon, aber Sie haben von einer Herde gesprochen. Eine Herde, das sind für mich so Stücker 20, 30. Es gibt kleine Herden und große. Ja, und so auch wieder recht. So, meine Herren, bedienen Sie sich. Himmels Willen, Frau Herz, was bringen Sie denn da angeschleppt? Was soll man damit? Das sind zwei Saufedern, die ich meinem Mann zu Weihnachten schenken wollte. Ich hatte sie im Schlafzimmer unterm Bett versteckt. Bitte sehr. Sollen wir mit diesen Dingern auf die Wildschweine los? Warte, nicht die Dinger, das lassen wir mal lieber. Ich glaube, die Säue haben das nicht so gerne. Außerdem sind wir ganz schön zu Fuß, oder? Also, als Mann der Kunst habe ich in meinem ganzen Leben weder einem Hahn noch einem Huhn noch sonstigem Getier den Gar ausgemacht. Und jetzt soll ich, das sei Gott. Aber davor. Doch nur zu Ihrem Schutz. Frau Herz, vorsichtig, das. Sehen Sie mir vom Leibe! Mit diesen martialischen Instrumenten. Also schon der Gedanke allein. Also kommen Sie, Herr Brettschneider, Ihre Rotte wartet. Viel Fett! Fleisch essen, aber kein Huhn schlachten. Hm. Ja, bitte? Ah, Frau Schickedanz. Danke, es geht mir gut. Ich hoffe, Ihnen auch. Das freut mich. Nein, er ist nur auf der Pirsch. Aber selbst wenn, dafür hat er doch Verständnis. Ja, gut, ich erwarte Sie dann. Hm? Bis gleich. Auf zum fröhlichen Jagen, auf in die grüne Heid. Es fängt schon an zu tagen. Da, 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 da.
Hallo, Liebling? Du bleib bitte im Schlafzimmer, ja? Ich habe eine große Überraschung für dich. Aber du musst dich ganz... Augenblick, Schatz, Augenblick! Ist ja total verstaubt. Ja, ja, ich weiß, Schatz. Woher? Sie sind mir über den Weg gelaufen, weißt du? Wildschweine? Nein, Ossi und Herr Rosenknecht. Willst du nicht mal rübergehen? Unsinn, die beiden werden doch wohl ein paar Wildschweine verscheuchen können. Wenn aber nur was passiert. Ach, Unsinn. Aber Herr, was ist denn das für eine Haltung? Das ist die Haltung eines müden, abgekämpften Mannes, dem bekannt ist, dass auch Wildschweine mal ihre Ruhe haben wollen. Na, du meinst, dass da wirklich nichts passiert? Nein, absolut nicht. Sag mal, bist du gar nicht neugierig, was ich dir mitgebracht habe? Oh, doch. Ja, bitte. Da hängt das Schmuckstück. Mein Gott, ein Wildschwein. Also, weißt du, Wildschwein ist aber ein müder Ausdruck für dieses Prachtexemplar von Keiler, der mich einen Haufen Arbeit gekostet hat. Arbeit? Sagen wir besser eine schlaflos durchwachte Nacht auf die Anschau. Weißt du, Schatz, ich war schon drauf und dran zu kapitulieren. Aber da sehe ich doch plötzlich in der Morgendämmerung so ein dunkles Etwas über einen Schlag Zuckerrüben traben. Direkt auf mich los! Im ersten Augenblick dachte ich, das wäre ein Pferd. Wie soll ein Pferd früh morgens am Schlag Zuckerrüben kommen? Eben, ich reibe mir also den Schlaf aus den Augen, reiße meine letzte Kraft zusammen und pirsche an. Und dann sehe ich ihn plötzlich vor mir. Den mächtigen Keiler vom Keilsberg, wie er ganz gemütlich Zuckerrüben schnurpst. Wie heißt er? Die Genossenschaftsbauern nannten ihn Keiler vom Keilsberg, weil er soll ein ziemlich renitenter Bursche gewesen sein, der von niemandem Respekt hatte. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir auch nicht ganz wohl in meiner Haut war, als er so plötzlich seine Morgenmahlzeit unterbricht und zu mir rüberblinzelt. Wollte der dich angreifen? So ist es, Schatz. Ehe ich es mich versehe, wirbelt das schwarze Ungetüm auf mich los. Im nächsten Augenblick kann ich hinter einen Baum springen und der Keiler rast vorüber. Ich denke gerettet. Von wegen. Das Biest macht kehrt und wieder in Galopp auf mich los. Und in höchster Not reiße ich die Büchse von der Schulter. Aber der Riemen hatte sich verheddert. Oh, Herbert! Keine Sorge, ich war schneller. Ich glaube, ich hätte die Nerven verloren. Ja, diesmal ging es hart auf hart. Nun, wie gefällt er dir denn überhaupt? Unheimlich schön. Ja. Nimm ihn doch mal runter. Ich habe ihn doch gerade aufgehängt. Ach, bitte. Na gut, aber ganz vorsichtig. Er ist noch frisch. Wann hast du den denn geschossen? Vor 14 Tagen. Hast du mir nichts gesagt? Nee, das soll eine Überraschung sein. Na? Ja. Oh, so etwas Wildes und Starkes habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Hinreißend. Nur ein Loch hat er im Ohr. Wo? Ah, hier rechts. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wird von der Kugel sein. Ja, wahrscheinlich. Bisschen staubig ist er auch. Sieh mal. Oh ja. Wahrscheinlich hat ihn der Präparator zu lange im Ofen gelassen. In welchem Ofen? Im Präparationsofen natürlich. Aha, und da staubt das so. Ja, das wird ein alter Ofen sein. Aber macht er sich nicht prächtig an unserer Wand. Der Keiler von Keilsberg. Oh, ich bin ganz weg. Dein Freund wird staunen. Welcher Freund? Na, dieser Ossi, Brettschneider. So. Der wollte mir doch einreden, du wärst der schlechteste Schütze in der ganzen Kompanie gewesen. Ossi? Da kann man mal sehen, was alte Freunde für lächerliche Geschichten in die Welt setzen. Das finde ich auch. Und dann sucht er noch einen Maurer, der fürs Mauern kein Geld nimmt. Da kann er Lage suchen, du. Soll aber hier bei uns jemanden geben, der sowas macht? Nein. Ja, angeblich, weil ihm der Arzt Bewegung und körperliche Arbeit verordnet hat. Das muss ja ein kluger Mensch sein. Wer? Der Arzt. Ah, ich dachte schon, der Maurer. Oh ja, das ist schön. Nimmst du mich das nächste Mal mit? Wohin? Zur Jagd. Du hast es mir schon so lange versprochen. Aber Schatz, es ist doch ein raues Geschäft für harte Männer. Da hat doch eine
kleine, zauberhafte Frau wie du eigentlich nicht zu suchen. Ach bitte, allen Leuten erzähle ich deine tollen Geschichten und nie bin ich dabei gewesen. Aufmachen! Aufmachen! Klingeln Sie denn nicht? Mein Gott, ich kann doch nicht erst klingeln. Ich werde von Wildschweinen verfolgt. Wildschweine? Ja, von Wildschweinen. Oh, das scheint ja eine Epidemie zu sein. Oh, Herr Herz, bitte, was sagen Sie? Oh, nichts Besonderes. Bitte nehmen Sie doch Platz, Frau Schickers. Danke, das ist sehr liebenswürdig, aber ich bin viel zu aufgeregt. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Herzeli, also Herzeli, stellen Sie sich vor. Ich bin auf dem Wege hierher. Ach, übrigens, ja. Ich hatte Ihre Frau angerufen und ich hatte auch Bescheid gesagt, dass ich vorbeikomme. Wegen der kleinen Verschönerung, wissen Sie, Herr Herz, ich bin vor einer halben Stunde erst aus Ungarn gekommen. Ja, ich weiß, Frau Schickedanz. Ah ja? Ja, woher denn? Ach, so etwas spricht sich herum. So, wie warst du denn in Ungarn? Ach, Herzeli, es war eine Traumreise. 10 Tage hat mir mein Mann ja zu unserem Hochzeitstag geschenkt. Und der Ernst, der konnte ja nicht mal mitfahren. Wissen Sie, die Praxis frisst ihn auf. Auch heute Abend wieder. Wissen Sie, wir sind bei einem Patienten eingeladen und ich mit dem Kopf. Ja, sieht wirklich nicht gut aus. Also sehen Sie mich jetzt bloß nicht an. Herzeli, auch ich bin Ihnen ja so dankbar. Wissen Sie, wir können doch die Einladung nicht absagen, nur wegen meiner Haare. Also, Kienbaum ist ja sowas von empfindlich. Nicht, Sie kennen doch Kienbaum. Nein? Macht ja nichts. Kienbaum möchte sich nämlich revanchieren. Wissen Sie, mein Otto hat ihm unten links eine Brücke eingesetzt und oben eine Goldkrone mit Anhänger. Also, auf seinem Fachgebiet ist mein Otto absolute Spitze. Und dabei ist er für sich sowas von bescheiden. Also, das wollte ich gar nicht erzählen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Sie wurden von Wildschweinen verfolgt, sagten Sie. Richtig, richtig, ja. Also ich bin auf der Höhe von Rosenknechts Grundstück. Und auf einmal geht da ein Getöse los. Wilde Schreie ertönen, Blech scheppert, einer tutet ins Horn, einer haut auf die Pauke. Achso, das war keine Pauke. Das war die Regentonne. Ach, können Sie helfen? Nein, Frau Schickedanz, aber ich habe Herrn Rosenknecht empfohlen, so viel Radau wie möglich zu machen. Und da bietet sich eine Regentonne ja direkt an, nicht wahr? Das verstehe ich nicht. Liebe Frau Schickedanz, Schwarzwild hat empfindliche Teller. Das nutzt man in einem solchen Falle aus. Also Schwarzwild, da kann ich geistig folgen. Aber empfindliche Teller? Ich spreche von den Ohren der Wildschweine. Ach so, und die nennt man Teller. Oder Schüsseln. Schüsseln! Richtig, Schüsseln. Mein Großväterchen sprach auch immer von Schüsseln, wenn von Tellern die Rede war. Übrigens, mein Großväterchen war Oberförster. Und er aß ja für sein Leben gerne Schweinekopfsoße, so ein bisschen sauer eingelegt und schön Zwiebeln drauf, so ein Berg Bratkartoffeln. Apropos Schweinskopf. Also, Herzeli, da fällt mir was ein, das muss ich Ihnen erzählen. Als ich jetzt in Ungarn war, hatte mein Otto doch einen Maulgang. Ach, Herr, Sie, sind Sie erkältet? Nein, das sind die Bronchien. Mein Mann war auf der Jagd und bei dem Wetter. Ach, ja, Sie sind ja unser Jäger. Ja. Reiben Sie ihm mal die Brust mit Pulmotin ein, warte drauf, wickel drum und lassen Sie ihn ordentlich schwitzen. Möchtest du ins Bett? Soll ich dir einen Wickel machen? Nein, Schatz, ich werde doch mal husten können. Sei doch mal nicht so ungehalten. Ich meine es doch gut. Ja, also wirklich, Herr Herz, Sie sollten eine Erkältung nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen. Ich als medizinisch-technische Assistentin sehe da voll durch. Stecken Sie mal die Zunge raus. Frau Schickedanz, bitte, ich möchte jetzt wissen, ganz genau, was mit den Wildschweinen los war. Entzückend, jetzt geht die Jagdleidenschaft mit ihm durch. Also gut, dann will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich war also, wie gesagt, auf der Höhe von Rosenknechts Grundstück. Auf einmal da grunzt und quiekt es neben mir im Gebüsch. Und direkt vor mir stürzen 3 Wildschweine auf die Straße. Na, das muss ja ein schöner Schreck gewesen sein. Na, ich kann Ihnen sagen, mir zittern ja jetzt noch die Knie. Ja. Ich wollte schreien, aber meine Stimme war ja wie zugeschnürt. Och, schrecklich. Und was machten jetzt die Wildschweine, ganz genau? Na, die sausten in einem Schweinsgalopp an mir vorbei, vor bis an die Kreuzung. Und was soll ich Ihnen sagen? Da machen die kehrt.
und kommen direkt auf mich zu. Das ist ganz typisch, Frau Schickland, das ist ganz typisch. Also es war ein Glück, dass Ihre Gartentüre offen stand. Herbert, ja. Ist es an der Zeit, dass du dich um die Wildschweine kümmerst, ehe noch ein Unglück geschieht? Ja, du hast ja so recht, mein Schatz. Nimm dein Gewehr mit. Wohin denn? Aber Herbert. Natürlich, Entschuldigung, das sind ja nur die Nerven. Ihr Mann. Also ich hatte glatt den Eindruck, er wäre unbewaffnet auf die Tiere los. Den Eindruck hatte ich eben auch. Scheint überhaupt ein richtiger Draufgänger zu sein, was? Oh ja, das ist er. Diesen Keiler hat er vor 14 Tagen zur Strecke gebracht. Oh, das ist ja ein kapitales Stück. Das ist ja ein richtiges Urvieh. Fantastisch, nicht? Ja, mich haut's glatt um. Im Morgengrauen hat er ihn gestellt, auf einem Zuckerrübenfeld. So, Frau Schickedan, wir setzen uns gleich hier vorne hin. Ja, gerne. Also wirklich, Sie haben schon einen tollen Mann. Wenn ich dagegen an meinen Otto denke, wissen Sie, den ganzen Tag bohrt er anderen Leuten Löcher in die Zähne und abends, da fällt er todmüde vor die Röhre und schläft ein. Herbert war auch immer müde, aber seit er zur Jagd geht. Ja? Ah. Da sind eben die Männer in den 40ern, ne? Den Kopf ein bisschen nach vorne, ja. So, jetzt geht's los. Gerne, ja. Ach, wissen Sie, wir hatten übrigens auch so einen Schweinskopf im Keller. So was haben Sie im Keller? Ja, ja, das war ein Erbstück von meinem Großväterchen. Ach, mein Otto, der wollte von dem Monstrum nichts wissen. Er behauptet, es wäre nur ein Tummelplatz für Motten und Milben. Aber ich bitte Sie. Na, und als ich jetzt in Ungarn war, was sehe ich da bei Bekannten überm Kamin thronen? So einen Schweinskopf. Auf schlohweißer Rauchfasertapete. War das ein richtiger Kamin oder eine Attrappe? Nein, es war nur eine Attrappe, aber ach, die Wirkung. Also die Wirkung war phänomenal. Ich dachte natürlich sofort an unseren Schweinskopf, aber was soll ich Ihnen sagen? Hat den doch mein Mann in Zahlung gegeben? Nein. Ja. Wissen Sie an wen? An diesen Maurer, der da im Keller diese Wand gezogen hat. Jemand hätte dem Kollegen lieber einen vernünftigen Stundenlohn zahlen sollen. Na, das ist ja das Merkwürdige. Der wollte kein Geld. Der wollte absolut nur den Schweinskopf. Das muss er sein. Bitte, wer muss das sein? Ein Freund meines Mannes auf diesen Maurer. Wie heißt der denn? Oh, das tut mir leid. Da bin ich überfragt. Als ich kam, da war der schon weg. Und zwar mitsamt dem Schweinskopf. Ah, schade. Frau Schickedanz, ich glaube, wir müssen Ihr Haar doch waschen. Ja? Ach, wirklich? Also wirklich, jetzt mache ich Ihnen auch noch solche Umstände. Also, Frau Schickedanz, ich mache überhaupt nicht. Was glaub ich dir denn sagen? Dann stimmt das schon. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber... Aber kaum ging das Spektakel los, da hüpften auch schon die drei Säue davon. Husch! Hast du mich gesehen, Beckmann? Na, was hab ich euch gesagt? Ja. Doch klar. Nur der Keiler, der blieb. Moment, welcher Keiler? Na, das vierte Schwein. Ach. Der Kerl hatte sich hinter Rosenknechts Misthaufen verkrochen und wollte partout nicht das Weite suchen. Das war zum Auswachsen. Der Rosenknecht krakelte. Ich krakelte. Die Nachbarn, die hingen bis hier, hingen die aus dem Fenster und krakelten, aber der Keiler, der blieb. Ja, denn. Und denn ihr schadet Wunder. Ach, ein Wunder auch noch. Ja. Wir wollten schon aufheben und wir holen, das ist aber nett von dir. Wollten schon aufheben und wir holen, da zündet doch Rosenknechts Sprössling zwei Blitzknaller am Fenster und schmeißt die in den Jagen. Peng, peng! Du, der Keiler, das hören und hui! Ab durch die Mitte. Muss er üble Erfahrungen gemacht haben, das arme Schwein. Ich bin gleich wieder da. Hoppla! Oh. Sie haben ja Besuch. Kommen Sie doch näher, Frau Schickedanz. Oh nein, meiner, so wie ich jetzt aussehe, unmöglich. Ich brauche nur mal was aus meiner Mantel. Aber selbstverständlich, Frau Schickedanz, selbstverständlich. Wo sind Sie? Zum Wohle, ja. Alles Junge, da ist das gute Stück. Danke. Ach, danke, Sie wilder Jäger, Sie. So, Herzli, da bin ich wieder. Ja. Wer war denn das? Ach, das war eine Nachbarin von uns, die lässt sich von meiner Frau frisieren. Ach, deine Frau ist Friseuse. Ich fahr sie mal, jetzt leidet sie in den Frisiersalon. Du sag mal, wie geht's dir denn da? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Lanziotto, ich kann nicht klagen, meine Frau ist gesund, meine drei Kinder auch. Aber ich baue. Datsche? Einfamilienhaus. Wo? Erkner. Aha. Staatskredit. Ja, mit dem Material, da flutscht es ja so einigermaßen.
aber mit dem Kollegen Krawutke da. Wer ist denn Krawutke? Also meine Probleme, Herr Krawutke, das ist der Kumpel, der am Wochenende immer bei mir mauert. Ist ja eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Aber teuer. Was der Kumpel sonst noch so schluckt, das ruiniert ihn. Habe ich aber über drei Ecken gehört, dass hier im Ort ein Kollege sein. Ja, ich weiß. Kennst du den? Na, so einigermaßen. Ach, was meinst du, ob der mit sich reden lässt? Nun, warum nicht? Oh, du Klasse, wo finde ich den? Hier. Wo hier? Hier, bei mir. Ah, ja, hier, das, wann? Er ist schon da. Wo? Ossi. Warte, ja. Du? Ja. Da staunst du was? Denk du so was machst, Mensch? Ich bin doch gelernter Mauer. Naja, aber ich denke, du gehst jagen. Psst. Pass mal auf, das Kind braucht den Namen. Und meine liebe Frau ist auf die fixe Idee gekommen, dass die Jägerei ein Allheilmittel für meine strapazierten Nerven wäre, weißt du? Aber was soll ich friedliche Tiere verfolgen und womöglich nur auf sie schießen? Ja, aber wozu brauchst du nicht Gewehr? Ossi, das ist eine Frage. Als Tarnung, oder hast du schon mal einen Jäger ohne Gewehr gesehen? Nee. Du, mit dieser Donnerbüchse kann man überhaupt nicht schießen. Aha. Das schmucke Ding ist bloß eine Attrappe, verstehst du? Ja, verstehe ich schon, aber sag mal, wie kommst du denn an die Weihe und den ganzen Kram ran? Ach, das ist ganz einfach. In dieser Wildschweindecke steckt eine Sickergrube. Was? Ja, und in diesem Geweih ein Anbau in einem Kindergarten. Und in den Böcken ein Fundament für ein Fertighaus. Und diesen edlen Keil. Den habe ich heute bekommen, verstehst du, abgestaubt für die Mauer, die ich im Keller meines Freundes Otto Schickedanz gezogen habe. Junge. Siehst also, man kann ein ganz erfolgreicher Jäger sein, ohne einen einzigen Schuss abgefeuert zu haben. Also, wisse, wenn das so ist, denn ist bei mir ja garantiert was an kapitalen Stücken zu holen. Ehrlich? Mach ehrlich. Also, das sollte mich freuen. Moment, bitte, erst mal nur den Föhn. Ah, na ihr beiden, ich habe eine hübsche Neuigkeit für euch. So, machen wir uns neugierig, Frau Herz. Ihr werdet es nicht glauben, aber dieser mysteriöse Maurer ist aufgetaucht, ja. Was Sie nicht sagen. Oh, es geschehen ja noch Zeiten und Wunder, was? Drüben hat Dr. Schickedanz im Keller deine Mauer gezogen, aber ganz umsonst hat der es nicht gemacht. Oh, das hätte mich auch gewundert, du. Oh, hier. So ein Keiler hat er in Zahlung genommen. Ist das nicht drollig? Leute, gibt das Leute! Ja, das ist ja wirklich drollig. Vielleicht ist er Sammler oder hat einen Radikal gesehen. Ja, irgendwas wird es schon sein. In ein paar Minuten bin ich mit Frau Schickedanz fertig, dann können Sie mit ihr rübergehen, Ihren Mann auf der Adresse fragen. Ja. Komm schon! So. Dicke Luft. Oh, nein. Wenn doch was durchgesickert ist, ach, und deine Frau hat so was im Blick. Ach, Ossi, mach mich nicht nervös. Mich das rein? Natürlich. Oh? Ja, zum Wohle. Psst. Kunde, du kannst einen erschrecken. Das war nicht meine Absicht. Ist die Luft rein oder ist die Werte Jattin in Sicht? Nee, die ist oben. Oh, ja. Dann ist ja gut. Tacko. Tag. Kann ich reden? Ja, ist ein guter alter Kumpel von dir. Ja, dann ist ja gut. Nimmst du? Ja. Bitte. Ja. Also, Herbert, eine Frage. Sind dir drei Wildschweine über den Weg hier hops? Ja, klar, Herr Geist. Ja. Die habe ich in den Wald gescheucht. Ja, aber ich hab's doch zweimal ballern gehört. Ja, das waren die Blitzknaller. Stimmt das? Ja, klar. Dann sind also die Biester ganz unversehrt ins Gelände abgeschwirrt. Aber ja! Was ist denn los? Herbert, ahnst du das nicht? Nee. Die drei Wildschweine sind sozusagen keine als solche, sondern die Säue aus Frieders Stall. Nein. Aber ja! Gestern Abend sind die Biester geflitzt und das nur, weil Frieder die Schniefschnauzen auf dem Hof rausgelassen hat, von wegen der Bewegung. Ach, das kann doch nicht wahr sein, Kutte! Ja, ist es aber. Ich hab sie noch gewarnt, weil Keiler schon ein paar Tage um unser Grundstück schwirrt. Aber Frieder mit ihrer großen Klappe... Mensch, wenn das Rosenknecht erfährt. Ja, was geht denn das Rosenknecht an? Die Säuer haben mit ihrem Kavalier den Gartenheim gesucht, seinen Gartenheim gesucht, verstehst du? Ja, denn gute Nacht. Ja. Wie ich so deiner dunklen Rede entnehme, Kumpel, handelt es sich bei den Wildsäuer ja nicht um Wildsäuer, sondern um Ausschweine, oder? Ja, sozusagen gewissermaßen. Es waren aber Wildsäuer. Nee, der scheint trügt, Kollege. Ich hab sie doch mit eigenen Augen gesehen. Vor mir halt sie doch gesehen. Also soll ich nur aufklären oder willst du das machen? Gleich, Ossi. Nun sag mal,
Was schlägst du vor? Ja, die Biester müssen in den Stall retour. Sonst gibt's bei Frieda noch einen Erdrutsch. Und dem findet man nie gewachsen. Aber wie denn in den Stall, Kutte? Na ja, nu, nicht mit Gewalt. So ganz auf der Sanfte. Ich würde sagen, so gegen 8:30 kommst du mal bei mir längs. Hm? Und dann versuch mal bitte unser Glück. Gut, abgemacht. Ja, das ist ja gut. Ja, dann will ich mir länger stören. Ciao, Kumpel. Schau, Kumpel, wer war denn mit? Das war Kutte Kosanke, Freizeitjäger. Weißt du, der mich vergangenes Jahr in die Geheimnisse des edlen Waldwerks einweihen sollte, was gegen den Baum ging. Also weißt du, was das Einfangen von die Wildschweine betrifft, mit mir kannst du rechnen. Ne? Ossi, pass mal auf, das machen Kutte und ich schon alleine. Sei mir nicht böse, aber es ist besser, du verschwindest jetzt, weißt du, sonst kommt meine Frau und bringt dich rüber. Ich bin dir nicht böse, aber wenn du mir brauchst, bist du, bin ich da. Nimm deinen Ruf, ist klar. Ja? Gut. Das Monstrum. Oh! Hallo, Otto, wie bist du mich da? Du willst deine Frau abholen, ja? Ja, das. Nein, ich wollte zu dir. Ja. Ich muss dich dringend sprechen. Sonst sind wir ungestört. Ja, die Frauen sind. Oh, ah, wunderbar. Nimm noch Platz, aber kannst du mir erstmal Gefallen tun, ja? Ja. Mach mir doch erstmal die Schachtel auf. Aber ja. Gerne. Dann schnupfen wird ja immer schöner. Ach, hör auf, erinnere mich nicht, um Gottes Willen. Das kommt durch diese Wasserpanscherei mit dem Zement unten im Keller. Du hast mich völlig erkältet. So, danke schön. Bitte. Wunderbar. Du, nur habe ich noch was dem... Kein Alkohol, um Gottes Willen. Ich will die weißen Blutkörperchen kaputt und Abwehrstoffe für den... Außerdem habe ich einen fürchterlichen Ärger mit meiner Schnucke. Nein. Ja, das glaubst du, einen Ärger, es gibt's überhaupt nicht. Sie will den alten Knochen da zurückhaben. Nein, das... So ist das. Das kann doch nicht wahr sein. Was das für eine Art von mir wäre, mit ihren Erbstücken umzugehen. Erbstück! Hörst du das Erbstück? Ja, ich... Seit 10 Jahren gammelt das Ding bei uns im Keller rum. Keiner denkt daran, irgendwo es in der Wohnung aufzuhängen. Sie wollen es selber schon auf den Müll schmeißen, ja. Auf einmal, bumm. Ja, die lieben Frauen in ihrem Widerspruch da. Da kann ich ein Lied von singen, du. Ja, ich auch. Jedenfalls will sie jetzt diesen Schweinskopf zurückhaben. Ach. Und wenn ich den Kollegen Maurer nicht davon überzeuge, dass er das Ding wieder rausrückt, will sie selber mit ihm verhandeln. Aber Otto, du hast doch nichts durchsickern lassen. Ach Quatsch, nicht die Bohne. Aber wie ich die Hartnäckigkeit meiner Schnucke kenne, wird die Stunde kommen, wo ich Farbe bekennen muss. Otto, bitte, das kannst du mir nicht antun. Wir sind Freunde, weißt du? Ja, natürlich, selbstverständlich kannst du dich auch drauf verlassen. Ich komme ja auch nur her, um dir einen Vorschlag zu machen. Ja. Vielleicht, nimm das Ding wieder mit und wir finden eine andere finanzielle Regelung. Nein. Mensch, Kind, das ist doch ein Pulverfass. Ja. Du sitzt doch darauf rum. Ja, ich weiß und ich will auch nicht darauf rumsitzen, aber... Pass auf. Ich nehme jetzt das Ding und dann Arm und verschwinde. Und dem Kollegen Maurer werde ich sagen, ist alles in Ordnung, ja? Und meiner Schnucke... Der werde ich einreden. Ich bin bei den Bauern gewesen und der Kollege Maurer hat sich völlig einsichtig gezeigt. Ja? Das sind doch Argumente. Jesus. Ja, aber Otto, was soll ich denn nun meiner Frau erzählen? Du wirst schon was finden. Du hast doch Übung auf dem Gebiet. Ich schlafe. Das ist ein Eigenmächtnis von meinem Mann, ihn einfach ohne mich ja. zu fragen wegzugeben. Oh, Frau Siegel, das sehen ja fabelhaft aus. Ja? Mein Kompliment. Dankeschön. Aber Ihre Frau hat auch wirklich goldene Hände. Ja, so auf die Schnelle gesagt, Sie, dass ich Ja, ich bitte Ihnen darum. Helfe. Wo ist denn dein Freund? Mein Freund, der musste nach Hause... Weil seine Frau hatte Geburtstag. Er ja. hat Geburtstag. Und der Maurer, was ist nur mit dem Maurer? Ja, eben. Wir müssen doch nicht überstürzen, Schief. Morgen ist doch auch noch ein Tag. Otto! Aber Doktor! Entschuldigung!
Das sollte doch eine kleine Überraschung sein, ja? Ich wollte nur die Blume hinterherbringen, die meine Frau zu Hause hat liegen lassen. Ja, bitte schön. Hiermit überreiche ich sie. Oh, wie aufmerksam. Dankeschön, Herr Doktor. Sag mal, Otto-Liebling, und deshalb kommst du hierher? Nein, das ist doch, das ist... Ich habe Ihren Gatten telefonisch hier gebeten, Sie abzuholen. Oh, wie aufmerksam. Danke, Herr Hart. Otto, Liebling, würdest du mir bitte ohne Umschweige eine Frage beantworten, die uns hier alle brennend interessiert? Liebling, selbstverständlich. Ja. Mit dem größten Vergnügen. Wie heißt der Maurer? Die heißt aber, was denn für ein Maurer? Aber der heißt, ja natürlich, der heißt, der liegt mir auf der Zunge. Krawutke. Ja, mein Gedächtnis, entschuldige. Ist ja ein Glück, dass er nicht Müller-Meyer oder Schulze heißt. Oh, Frau Schickedat. Und wo wohnt er? Fürstenwalder Damm. Gleich hinten links, wieder ein bisschen geradeaus, dann rechts, letztes Haus. Nein, da täuscht du dich, das war das vorletzte Haus. Eine bemerkenswerte Ortsbeschreibung. Ja. Otto Liebling, wir nehmen jetzt den Wagen, fahren dahin und holen den Schweinskopf wieder. Das geht nicht, Herr Stiegler, das geht ja leider heute nicht, weil Herr Krawutke ist mit seiner Frau nach Fürstenwalde gefahren. Kommt erst morgen Abend zurück. Also, was du alles weißt? Ach, mein Schatz, das hat mir doch der Doktor eben erzählt, nicht wahr, Otto? Jetzt war's nicht. Noch eine solche Sache. Und ich werfe das Handtuch. Einen schönen guten Morgen, meine liebe Frau Herzog. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich muss Sie sprechen, und zwar dringend. Aber Frau Schicke, dann jederzeit. Das wissen Sie doch. Wo ist denn Ihr Mann? Er schläft noch. Ach, die Männer haben es gut. Was? Sie ahnen nicht, was heute Nacht passiert ist. Ich überlege, ob ich nicht die Polizei benachrichtige. Sagen Sie bloß. Ja. Wilderer sind am Werk, meine liebe Frau Herz. Wilderer. Haben Sie denn nicht den Schuss gehört? Nein, wann denn? Na, gegen eins. Also ich bin überzeugt, da hat eins von den armen Schweinen dran glauben müssen. Ja, welche Schweine denn nur? Die Wildschweine? Natürlich die Wildschweine. Also was heute Nacht passiert ist, das ist spannender als jeder Kriminalfilm. Was ist das? Eine Birne. Das ist mehr als eine Birne. Das ist eine Birne mit Loch. Sehen Sie mal. Ja. Naja, und? Was steckt denn in dem Loch? Etwas Weißes. Genau. Und zwar ist das Weiße eine Tablette. Vermutlich was zum Beruhigen. Nehmen Sie Tabletten mit Obst? Also ich brauche mich doch nicht zu beruhigen. Diese Tablette in der Birne. Die war für die Wildschweine bestimmt. Aber Frau Schickedanz! So, Herzeli, ich sehe schon, ich muss Ihnen das alles der Reihe nach erzählen. Also, gegen Mitternacht, da kamen mein Otto und ich von Kienbaum zurück und mein Otto hatte ein bisschen was getrunken und ich fahre den Wagen. Und wie ich so die Waldstraße raufschnurre, was sehe ich da plötzlich vor mir im Scheinwerferlicht? Zwei vermummte Gestalten, die treiben aus unserem Garten drei Wildschweine über die Straße in den Wald. Och, wie ein Spuk tauchen sie auf und wie ein Spuk waren sie wieder verschwunden. Und ihr Mann? Na, mein Mann, der schnarchte neben mir. Bis ich ihn wachgerüttelt hatte, da waren die Kerls natürlich weg. Da ist er nicht raus und hinterher. Mein Otto? Im Gegenteil, er hat noch behauptet, ich würde Gespenster sehen. Vielleicht haben sie sich wirklich getäuscht. Na, die Tasse Kaffee? Bitte, ja. Nein. Also ich habe mich nicht getäuscht. Mit diesen meinen Augen habe ich die Kerls gesehen. Und na dann außerdem unser Garten. Da sind ja Fußspuren zweier Männer und außerdem noch diese Birnen. Das spricht doch Bände, nicht? Ja, und wie erklären Sie sich das alles? Also nur so. Ja, bitte, ich nehme Zucker, ja? Zwei clevere Burschen. Die haben die Schweine in unserem Garten gesehen, haben dann die Birnen organisiert, die Tabletten hineinpraktiziert und damit die Schweine gefüttert. Ja, aber wozu das? Mein Gott, um sie zu betäuben. Und dann ab mit ihnen in den Wald und
schrecklich. Haben Sie eine bessere Erklärung? Augenblick, das haben wir gleich. Herbert? Herbert? Was ist? Ach, komm doch mal. Muss denn das sein? Oh ja, bitte. Zieh dir den Bademantel über. Frau Schicketanz ist da. Ja. Sagen Sie mal, schläft Ihr Mann sonntags immer so lange? Nein, sonst nicht, aber warte nach einem Pirschgang, wissen Sie? Ah ja? Wo denn? Hier in der Umgebung wegen der Wildschweine. Ach, und wann ist er nach Hause gekommen? So gegen zwei. Unten am See, so durch die Wälder, aber keine Spur von den Wildschweinen. So. Guten Morgen, Frau Schicketanz, bitte entschuldigen Sie meinen Aufzug. Guten Morgen, mein lieber Herr Herz, ich muss mich doch entschuldigen. Aber schenken wir uns das. Oh. Oh, ich bin wie zerschlagen. Ach, du armer Kopf. Dankeschön. Wissen Sie, nichts ist deprimierender als ein erfolgloser Pirsch. Hast du zufällig einen Schuss gehört? Ich? Nein. Wann? Na, gegen eins. Ach so, da war ich ja an der Gosener Brücke, ganz hinten. Aha. Ach, soll hier geschossen werden. Na, aber das war laut und vernehmlich. Also wirklich, das war wie ein Donnerschlag. Das müssten Sie eigentlich gehört haben. Ja, wir hatten ja Ostwind, Frau Schicketanz. Und bekanntlich pflanzt sich der Schall. Und außerdem fuhr in diesem Augenblick gerade ein defekter Auspuff Richtung... Bitte? Ein Trabi mit defektem Auspuff Richtung Gosen über die Brücke. Ja, sind ja immer diese Trabantfahrer. Ja, wenn ich natürlich den Schuss gehört hätte, wäre ich doch selbst reden. Ich meine, hier kann doch nicht irgendjemand hier wild durch die Gegend ballern. Ich frage mich natürlich, wer das getan hat. Das kann ich Ihnen sagen. Das waren zwei vermummte Kerle, die aus unserem Garten drei Wildschweine in den Wald getrieben haben. Nein. Ja. Nein, ich pirsche und die Säue sind bei Ihnen. Tja. Wie schnöde ist es um das Jagdglück bestellt. Es sollen Wilderer gewesen sein. Ja, Schatz, es sieht ganz so aus. Na, das ist ganz ohne Zweifel, mein lieber Herr. Sehen Sie mal, diese Kerle, die schrecken ja vor nichts zurück. Die arbeiten mit allen Mitteln, sogar mit Tabletten in Birnen. Na? Ja, drei von diesen Granaten haben mein Otto und ich in unserem Garten gefunden. Dinge geschehen zwischen Himmel und Erde. Andererseits ungewöhnliche Methode. Kalkuliere, Kollegen Wilderer waren keine Profis. Ach ja, aber der Schuss... Manches hört sich doch an wie ein Schuss. Schatz, muss nicht einer gewesen sein. Also darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf. Das soll mal die Polizei herausfinden. Aber Frau Schicketanz, warum denn gleich den großen Hammer nehmen, wenn auch ein Hämmerchen genügt? Überlassen Sie mir mal die Klärung des Falles. Ich werde mich jetzt ein bisschen frisch machen, eine Kleinigkeit frühstücken. Und dann, Frau Schicketanz, besichtige ich den Tatort. Ja. Also Ihr Mann, sowas von einer Ruhe und sowas von Besonnenheit, da fühlt man sich direkt geborgen. Das bringt die Jägerei so mit sich. Ach, wenn ich dagegen an meinen Otto denke, sowas von hektisch und sowas von nervös und sowas von durcheinander und hopp, das Schlimmste, stellen Sie sich vor. Gestern wollte er mir doch weismachen, unser Schweinskopf hätte ein Loch im Ohr gehabt. Ach ja, als ob mich nur so ein kleines Löchlein gestört hätte. Zu komisch. Bitte, was ist daran komisch? Die Dublette, unser Keil hat nämlich auch ein Loch im Ohr. Was sagen Sie bloß? Ja, sehen Sie mal, hier, im rechten Ohr ein Loch. Wahrscheinlich von einer Kugel. Hier. Ja, Tatsache. So ein Zufall. Was? Na, also Zufall... Ohne hier was in den Raum stellen zu wollen. Wenn mein Otto von einem Loch im Ohr spricht und dann hat Ihr Schweinskopf eins, na, wie finde ich denn das? Liebe Frau Schicketanz, Sie glauben doch nicht etwa. Das wäre ja geradezu lächerlich. Na, also glauben tue ich überhaupt nicht. Ich halte mich nur an die Fakten. Wann hat denn Ihr Mann den Keiler geschossen? Vor 14 Tagen. Ach, vor 14 Tagen. Ach so. Ja, aber wann hat er ihn denn nach Hause gebracht? Gestern Abend. Und wann hat mein Otto diesen Schweinskopf an den Maurer verhökert? Nur Sie sagten, gestern Abend. Und ist Ihr Mann nicht gelernter Maurer? Mein Mann ist Abteilungsleiter. Ob er mauern kann, habe ich gefragt. Ja, natürlich, das gehört dazu. Herzeli, ich ahne Fürchterliches. Aber das ist doch alles Unsinn. Och, lernen Sie mich mal die Männer kennen. Die machen die dollsten Dinger, ohne überhaupt nur mit der Wimper zu zucken. Hat Ihr Mann gesagt, in welchem Ohr das Loch ist? Nein, nein, nur das. Na bitte, wahrscheinlich haben viele Wildschweine Löcher in den Ohren, wo doch im Wald geschossen wird. Eine verirrte Kugel und fapp, schon ist es passiert. Das ist ja eine kühne Hypothese. Oh ja, das Loch besagt noch gar nichts.
Herzeli. Was? Mein liebes Herzeli, die Männer. Die Männer können ja tun und lassen, was sie wollen. Aber wir Frauen, wir müssen Bescheid wissen. Und deshalb gehen wir beide jetzt zu uns. Und da drehen wir meinem Otto mal ein bisschen durch die Mangel und da werden wir ja sehen, was dabei rauskommt. Na, einverstanden. Na gut, aber einverstanden. Mir ist nicht sehr wohl dabei. Sie werden sehen, ich habe deine Nase, wie mein Otto zu sagen pflegt. Liebling, Liebling, es hat geklingelt. Margot, Schätzchen. Ach, wo ist sie denn nun wieder hin? Ach, Ossi, du bist es. Bitte, komm doch rein. Ja. Sag mal, hast du meine Frau gesehen? Ja, die ist eben mit der Nachbarin zur Nachbarin. Ach, das ist ja großartig. Die ganze Woche freue ich mich darauf, mit ihr nun endlich einmal in Ruhe Kaffee trinken zu können. Und dann rennt sie weg. Ach, das tut mir aber leid. Hast du eine schlechte Nacht gehabt, was? Ach, Ossi. Ossi, die Wildschweine. Die Wildschweine. Hat wohl nicht geklappt mit die Säue, wein? Das war der kapitalste Schuss in den Ofen, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Möchtest du Kaffee? Ja, ja, gerne, danke. Weißt du, stundenlang bin ich mit Kutte durch die Wälder getrabt. Hin, her, hoch, runter, kein Schwein zu sehen. Oh, ich fühle mit dir, fühle ich da. Um Mitternacht, Ossi, hing ich durch wie eine Bogenlampe. Kutte war auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Und da beschlossen wir, das Unternehmen abzubrechen und trotten Richtung Heimat. Aber was sehen wir da im fahlen Licht des Mondes, diese verdammten Schweine? Und das im Garten meines Freundes Otto Schicketanz. Das Hörnchen ist halt ziemlich ledern. Dann tuckt doch einer mal. Naja, ist gut, das geht nicht mit der Marmelade. Aber weißt du, ich hätte die Biester am liebsten kurzerhand, aber nicht so Kutte. Kommt doch mal her, ihr kleinen süßen Schweinchen. Ja, naja, kommt doch. Kusch, kusch, kusch. Feines Fresserchen hier, ein Birnchen und da noch ein Birnchen. Was, ein Birnchen? Ja, Kutte sanfte Gewalt. Mit Schlaftabletten präpariert. Also, wir scheuchen die Biester in den Wald, um sie auf kürzesten Weg in Frieders Stall zu buxieren. Was soll ich dir sagen? Alles scheint völlig normal und friedlich zu verlaufen. Mhm. Wer stößt da plötzlich grunzend aus dem Unterholz? Der Keiler. Du sagst es. Und die Säue werden ungemütlich. Und der Keiler wird, der wird ganz gefährlich. Dem stellen sich die Haare auf. Und Kutte wird nervös. Und in dieser Situation da... Da zünde ich zwei Blitzknaller gleichzeitig. Peng, peng. Wo hast du die Blitzknaller her? Na ja, von Rosenknechts Ältestem. Aber nach der Aktion waren natürlich die Schweine von der Bildfläche verschwunden und alles Suchen war vergebens. Na ja, ich schätze, die Säue sind mit ihrem Kavalier ab ins ungebundene Leben, um eine Familie zu gründen. Ja, hoffentlich. Ich kann nur sagen, hoffentlich. Eine solche Strapaze aussieht. Die stehe ich nicht nochmal durch. Kopf hoch, alter Junge, Kopf hoch. Du, ich hab was Wunderbares im Auto für dich zu liegen. Deine Frau wird staunen, was du für ein Jäger bist. Oh, ist ja ungemein witzig, ungemein witzig. Auch man kann ja nicht mal in Ruhe frühstücken. Wer ist denn das nun wieder? Am Sonntagmorgen. Ja, hallo Herz. Mit wem spreche ich? Wie bitte? Krawutke? Nein, das sagt mir über... Krawutke? Mein Gott, der Mann. Ja, hallo! Hat aufgelegt. Du, ich hab den Ding gleich so ein bisschen verpackt, damit deine Frau nicht eventuell und so, wisst ihr? Ossi, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Dein Maurer hat angerufen. Krawutke? Ja, Krawutke. Junge, das muss aber ganz schön hart getroffen haben. Was denn? Ich hab mir heute von ihm getrennt. Der Junge hat ein ganz schön dummes Gesicht gemacht, als ich ihm auseinanderposamentiert habe, warum und weshalb. Ja, und ich hoffe nicht, dass er auf die blödsinnige Idee kommt, mich hier zu besuchen. MS Krawutke, keine Spur, der wollte bloß ein bisschen auf den Busch kloppen. Na, das hätte mir nämlich noch gefehlt. Weißt du, gestern Abend war hier an so elenden Heckweg, dass ich gezwungen sei, ihn vors Loch zu schieben. Von welches Loch? Er hat bei Otto Schicketanz gemauert und den Keiler kassiert. Naja, mir ist nicht besser eingefallen, ja. Weil aus die Frau Schicketanz will ihren Schweinskopf wiederhaben. Was denn, den wollen zu Hause? Ja, ist ein Erbstück. 24 Stunden habe ich Zeit. Wie ich das meiner Frau beibringe, ist mir. Ich würde sagen, Zeit. Dem Manne kann geholfen werden. Ganze Handbücher des edlen Weitwerks habe ich auswendig gelernt. Die tollsten Geschichten habe ich erfunden. Und jetzt stolpere ich über einen vermotteten Schweinskopf. Ach, du lass doch die Schatze aus, hier hängen die alten Burschen wieder an. Staunst du, was? Na, sag mal, leide ich denn an Halluzination? Sehe ich alles doppelt? Na, da weder noch.
Ich wollte dir den Keiler als Einstein spendieren, auf das das Haus wachse und ihr deie. Jetzt sag mal, noch verschluckt. Oh, Ossi. Ossi, das ist ja ein... Das ist ja ein kolossales Schwein. Was ist es? Wo hast du das her? Du, den hat meine Frau organisiert. Gestern Abend noch von einer Arbeitskollegin. Die wusste nicht, wohin mit dem... Mit dem Unikum und hat ihn auf dem Boden verstaut. Weißt du? Und so zum Verwechseln ähnlich. Ja, ja, ist er. Und genauso verstaubt. Naja, ganz neu ist er ja nicht mehr, aber das muss er ja wohl nicht, oder? Nein, nein, im Gegenteil. Weißt du, Ossi, häng diesen hier. Häng diesen hier an die Wand. Und den anderen, weißt du, den lasse ich. Ja? Den lasse ich am besten im Schlafzimmer verschwinden. Ganz schön schwer. Ein Vieh. So. Mal die Ohren hoch. Aber schon ein bisschen weg. Hey. Chefin da? Nee. Dann ist er gut. Der Chef? Ja. Wo? Schlafzimmer. Kennt er noch? Nee. Dann ist er gut. Ende stoßen? Nichtraucher. Ist doch besser so. Hast du Zeit? Ich kann einen dritten Mann hier brauchen. Zum Skat? Nee, Skat ist nicht mein Bier. Das ist ja gut. Ist das der Stein des Anstoßes? Was ist das? Ob das der Stein des Anstoßes ist? Nein, ist es nicht. Er hat heute geschossen. Geschossen? Hat er heute zur Strecke gebracht. Heute? Ja, heute. Also, wenn ich nicht so ein leidenschaftlicher Jäger wäre, dann würde ich mauern gehen. Aber in der Neigung kann man nur frönen. Ach, Tag, Gute. Tag. Na, wie geht's denn deiner Frieda? Ja, du, danke der Nachfrage. Abgelappt hat sie mich von wegen der Blitzknallern und alle Hektoren. Moment, wer ist denn Hektor? Der Keiler. Du, das soll ein herzensgute Vieh sein, sagt Frieda. Der kein Menschen was zu Leide tut. Das kann deine Frieda nicht beurteilen. Hahaha, du, Frieda weiß alles, du. Vor allen Dingen wär's auch nicht besser. Du, Kutte, ein hauendes Schwein und drei rauschige Säue. Deine Frieda müsste eigentlich wissen, dass die Liebe jedes Wesen verändert. Ja, meine Rede. Aber auf dem Ohr ist sie taub. Ja, so sind die Frauen. Setz dich doch, trink eine Tasse Kaffee. Nee, keine Zeit. Musst du zur Jagd? Nee, das auch nicht. Ich wollte dir holen. Was liegt denn an? 5 Zentner in 3 Schweinen. Kutte, mach mich nicht schwach. Nee, keine Bange. Infolge der Schlaftabletten grunzen die Schnuffelschnauzen ganz friedlich. Ich hab sie schon dingfest gemacht. Na, wo sind denn nur die reizenden Viecher? Warte mal. In der Waldkapelle liegen sie wie hingebrezelt. Das kann doch nicht wahr sein, Kutte. Ja, ist es, aber... Kinder, kommt schnell. Alleine schaff ich das nicht. Abmarsch durch den Garten. Komm, los, komm, der Kleine schafft es. Kleine, siehst du, was los ist. Ja? Wo bleiben Sie? Kommt gleich nach, liebe Frau Herz. Also, Herzeli, aus meinem Mann spricht das schlechte Gewissen. Das spüre ich bis in die Haarwurzeln. Ich weiß nicht, vielleicht kann er sich wirklich nicht erinnern, in welchem Ohr das Loch ist. Aber haben Sie denn nicht gemerkt, wie er rumeierte? Er hat sich doch förmlich gedreht und gewunden, nur um sich nicht festzulegen. So gut kenne ich Ihren Mann nicht. Also wenn mein Otto einen Patienten ein Loch in den Zahn bohrt, dann weiß er nach Jahren noch, in welchem Zahn. Und wie viele Zähne hat der Mensch im Allgemeinen? 32. Sehen Sie, 32, nicht? Und bei 2 Ohren an einem Schweinskopf, da will er nicht wissen, in welchem Ohr das Loch ist? Da hat er plötzlich Gedächtnisschwund? Warum nicht? Das hat er ja auch nicht gebohrt. So, Sie mit Ihrer Logik. Entschuldigung, meine Lieben. Ich hatte nur meine Pastillen im Auto liegen gelassen. Otto, Liebling, hätte das nicht Zeit gehabt bis nachher? In der Regelmäßigkeit liegt die Wirkung der Therapie, ja? Nicht, also bitte schön, ich muss Sie einnehmen, meine liebe Schnucke, ja? Gesundheit! Das ist ja nicht zu fassen. Danke, wo ist denn Herbert? Ja, eben, wo ist er denn? Herbert! 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 Schweigen im Walde. Scheint nicht da zu sein. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir alleine die Aufklärung der Angelegenheit auf einen späteren Termin verschieben. Komm, meine liebe Schnucke. Otto, Liebling, fang nicht schon wieder so an. Aber bitte, der Anstand verbietet es mir, hinter dem Rücken von Herbert irgendwelche Manipulationen oder Untersuchungen an diesem Schweinskopf vorzunehmen, nicht? Aber Otto, Liebling, das verlangt doch auch gar keiner.
Wir wollen doch lediglich wissen, in welchem Ohr das Loch ist. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin? Ich meine, liebe Frau Herz, ja, das ist eine flüchtige Täuschung gewesen. Sozusagen ein Loch, das vorüberhuschte. Ich habe dem Ganzen gar keinen Wert beigemessen, ja? Sie werden das verstehen. Ich schon, Herr Doktor, aber Ihre Frau müssen Sie ja, schon... Ja, Schnucke, bitte sei doch vernünftig jetzt. Ich meine, das ist doch kein Grund zu der Annahme, dass dein Schweinskopf... dass dieser Schweinskopf unser Schweinskopf ist, nicht? Ein Loch ist doch kein Identitätsmerkmal, nicht? Wenn jeder Keiner, jeder Eber, jeder Schwein kann sich doch irgendwo im Wald und auf der Heide, kann es sich doch ein Loch kann es sich doch ins Ohr hinein und, ich meine, außer was nützt es hier, liebe Schnucke, ob ich nun sage, das Loch ist rechts oder links, nicht? Hat gar kein Loch. Liebe gnädige Frau, kommen Sie her und überzeugen Sie, es hat kein Loch. Aber Herr Doktor, Otto, Liebling, du solltest dir wirklich eine neue Brille anschaffen. Schnucke, bitte bleib sachlich, die hast du mir zu Weihnachten geschenkt. Weder rechts noch links ein Loch. Das gibt's doch nicht. Ja, also, mir fehlen die Worte. Ja, erst das Treiben verrückt machen, typisch meine Frau, und dann ist der Schweinskopf völlig in Ordnung. Also, entschuldige mal bitte. Wir haben beide das Loch im Ohr gesehen. Ja, natürlich, ganz deutlich. Na, vielleicht kann es eine optische Täuschung sein. Nur eine... Ach. Eine Reflexion, nicht? Ja, vielleicht waren es auch kleine grüne Männchen oder sonst irgendwas. Okay. Ist es erlaubt, meine Herrschaft? Ist es erlaubt? Natürlich, Herr Rosen. Vielen Dank. Also, verzeihen Sie, Frau Herz, dass ich über die Terrasse eindringe, aber ich suche händeringend Ihren Mann. Oh, Sie haben wieder Pech. Oh, Fluch und Schande. Ausgerechnet heute, wo der Herr Superintendent, das überlebe ich nicht. Aber mein Lieber, was sind denn das für Töne? Ja, haben Sie mal Wildschweine in der Kapelle rumliegen und Ihr Vorgesetzter kommt. Oh, bitte, wie war das? Also vor einer halben Stunde betrete ich die Kapelle, um mein Amt vorzubereiten. Ja? Wer liegt da im süßen Schlaf die Welt vergessen? Nun sagen Sie bloß drei Wildschweine. Jawohl, drei Wildschweine. Also können Sie sich meine Überraschung vorstellen? Den Zwiespalt der Gefühle, die wilden Gesellen in tiefer Ruhe. Oh, der heilige Franz von Assisi schien durch den Raum zu schweben. Ja, also ich hätte bestimmt Engelsstimmen gehört, hätte mich nicht das kalte Entsetzen gepackt. Wovor? Die Kapelle sollten Sie sehen, als hätten die Vandalen gehaust. Und ich bin schuld daran. Aber nein, Sie doch nicht. Oh, doch ich, denn ich war es, der vergessen hatte, die Tür zu schließen. Ja, und wo sind die Schweine jetzt? Noch in der Kapelle. Ich habe das Glöckchen geläutet. Ich habe das Harmonium traktiert, aber die Schweine rühren sich nicht. Herr Zilli, es waren doch Schlaftabletten. Also jetzt glaube ich langsam auch Schlaftabletten. Wovon sprechen Sie, meine Dame? Lassen Sie mal, Herr Rosenknecht, erzählen Sie mal weiter. Also, trotz meines Lärmens schliefen die Schweine weiter. Nur Herr Kosanke tauchte auf. Ach. Offenbar angelockt von der Glocke. Also er wollte auch gleich einen Freund holen zum Abtransport der Schweine. Aber er kam und kam nicht wieder und deshalb wollte ich ein Herz bitten. Also gute Kosanke, das finde ich sonderbar. Wieso? Was ist denn daran sonderbar, Schlucke? Na, einer der Kerle heute Nacht sah von hinten aus wie gute Kosanke. Das bildest du dir doch nur ein. Also entschuldige mal, hast du nun im Auto geschlafen oder ich? Digga, wenn schon, nicht? Aber man kann doch keinen Verdacht äußern, ohne eine konkrete Grundlage. Ja, Schnucke, ja. Sowas macht man doch einfach. Also, Otto, Liebling, jetzt lass mich mal, ja? Was hat denn Herr Kosanke gesagt, dass er sich so in der Nähe der Kapelle aufhielt? Er war auf Pilzsuche. Er war auf Pilzsuche, ja. Also, was Dümmeres ist dem nicht eingefallen, ja? Und war er denn nicht ganz erstaunt über die Tiere in der Kapelle? Oh, doch. Er meint, es wäre ein ungeheuer dicker Hund. Aha. Und dass die Tiere nun auch noch schlafen? Darüber merkwürdigerweise nicht. Wobei mir dieser Tiefschlaf ein unerklärliches Phänomen ist. Das hat schon seine Richtigkeit. Aber nicht nach 3-4 Schlaftabletten. Wie? Was meinen Sie, meine Damen? Ja, ja. Ich höre wohl nicht recht. Schlaftabletten. Genau. Oh, was für eine chaotische Welt. Jetzt nehmen sogar schon Wildschweine Schlaftabletten. Also bitte, nun bring doch Herrn Rosenbaum nicht völlig... Knecht, ja. Ja, vier unten links, ja, eine Silberabergan-Füllung. Jetzt erkenne ich sie wieder. Ja, bring ihn doch nicht völlig durcheinander.
Die Schweine können doch übermüdet gewesen sein. Oder die Schweine haben irgendwelche narkotisierenden Kräuter zu sich genommen. Oder die Schweine... Ach, was weiß ich. Ja, eben. Was weißt du, mein Schatz, ja? Also, Herr Korsanke ist jetzt weg, um seinen Kumpan zu holen. Kumpan? Wovon ja, sprechen Sie? Von zwei Wilderern. Schnucke! Ja, Wilderer! Großer Gott! Ganz schlimm. Da ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher. Aber nicht nur Wilderer sind doch ein dehnbarer Begriff. Meine Frau übertreibt da ein bisschen unzulässigerweise. Also entschuldige mal, nein, eben nicht. Also ich möchte auch sagen, Herr Doktor, wenn Kunte Kusank und sein Kumpan die Schweine mit Schlaftabletten gefüttert haben, dann doch sicher in eindeutiger Absicht. Oh, großer Gott! Herr Doktor! Ja, bitteschön. In Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender der Schiedskommission fordere ich Sie auf, mit mir auf der Stelle dieser groben Rechtswidrigkeit entgegenzutreten. Aber mein lieber Herr Rosenholz... Knecht. Mein lieber Herr Holzknecht, das sind doch alles nur Vermutungen. So, sind die schlafenden Wildschweine vielleicht Hirngespinste? Oh nein, Herr Doktor, hier wurde von langer Hand ein schlimmes Ding eingefädelt, was ich zu ahnden gedenke. Oh, Herr Rosenknecht, Sie imponieren mir. Oh. Wir beide, wir werden hier für Recht und Ordnung sorgen, ja? Herbert! Oh, hallo, Freunde! Herbert! Was ist denn mit dir? Ich laufe! Dies geht über ein kleines Konditionstraining am Sonntagmorgen durchs Gelände. Das nehme ich mir jeden Sonntag vor. Aber der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Das werden Sie noch mal bereuen später, lieber Herr. Übrigens, ich bin noch an der Waldkapelle vorbeigespurtet. Stehen ein paar Leute rum, kommen nicht rein, Tür verschlossen? Aus gutem Grund, Herbert. Ein exorbitanter Fall von Wilderei. Unglaublich. Ja, aber das wird Sie als Jäger besonders interessieren. Kommen Sie doch mit. Ja, ich ziehe mir nur etwas Warmes über. Ja, tun Sie das, Herr Rosenfeld. Otto Liebling, wir beide nehmen den Wagen, ja? Bitte schön, sei vorsichtig. Kommen Sie, Herr Rosenfeld. Also mit Vergnügen, Madame. Hoch Gott, die Schöpfe. Ich muss... Herbert, wenn das zutrifft, was meine Frau vermutet, dann muss dieser Kunte Kusanke von allen guten Geistern verlassen. Nein, das ist er nicht. Das kannst du doch gar nicht beurteilen. Oh, wieso denn? Besser als du. Wieso? Augenblick. Moment, bitte mal hier. Augenblick. Komm, bleib doch mal hier, Herbert. Es ist nicht zu fassen, ist das. Mich trifft der Schlag. Ich muss mal ziehen. Und das geht wieder nicht auf, das Ding. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ach, würden Sie mal so lieb sein, ich krieg die Schachtel hier auf. Können Sie mal... Aber immer. Nein, sie für den klemmt nämlich ein bisschen. Donnerwetter. Hab ich ein Schwein? Ja, ich leg schon wieder zu. Ich hatte ja schon Manschetten, dass sie ja nicht zu Hause sind. Bin ich ja auch nicht. Ach, soll wohl ein kleiner Scherz sein, was? Sie irren, junger Mann. Im Allgemeinen selten. Hier statten Krawutke. Krawasch? Emanuel Krawutke. Genannt Emmes der Steher. Wie in hier und hier so. Keiner nach, hätte ich gar nicht gedacht. So, Otto, ich bin fertig. Wo ist er denn nun wieder? Der ist eben raus. Aha, immer diese Hektik und dann ist das Herz kaputt. Genau, Kumpel, in der Ruhe liegt die Kraft. Moment. Ich habe doch diese Stimme schon mal gehört. Ja, die hast du gehört. Vor 10 Minuten hast du die gehört am Tee. Ja, die hast du gehört, vor 10 Minuten am Telefon hast du die gehört. Mann! Komm, ich wollte dich kennenlernen. Mensch, also für mich bist du ja so eine Art von weißer Rabe, weißt du? Weil ich bin ja zu logisch bei einer mehr Gesellschaft nicht. Ja, aber du mir den Gefallen, du mir verschwindest. Aber nur langsam! Was denn? Du weißt mir die Türe, wo ich mir an dir aufrichten wollte. Mensch, es schmerzt mir, weißt du, das schmerzt mir. Der junge Mann wollte unbedingt sprechen. Ja, Schatz, jederzeit, ich war ja... Aber wir müssen jetzt aus dem Haus, ah, und du weißt... Ah, geh nur allein, wir warten hier auf dich. Na, Jans, wie Sie das wünschen. Oh,
Oh, Schatz, ich bitte dir die einmalige Gelegenheit, mich auf die Jagd zu begleiten. Ach, die Wildschweine in der Kapelle interessieren mich nicht. Der junge Mann wird mir Gesellschaft leisten, ja? Was? Du mit ihm? Wo ich so eifersüchtig bin? Oh, aber Herbert! Na, nur aber mal unbesorgt, Kollege. Ich sehe vielleicht aus wie Belmondo, aber keine Angst. Also, jetzt geh schon, Herbert. Sie warten doch auf dich. Ich muss mich für meinen Mann entschuldigen, aber er wartet auf einen Pirschgang, die nervliche Belastung. Ja, war der Nachtspursch da auch? Natürlich. Tag und Nacht. Das finde ich aber ziemlich stark. Und ich wundere mich, warum ich hier in diese Jinkenbeeren mehr auf die Erde kriege. Was meinen Sie, Herr? Ah, Krawutke. Emanuel Krawutke. Danke. Wie heißen Sie? Emanuel. Wissen Sie, meine Mutter, der verdanke ich den Namen, die hat einen kleinen Höhenfluch. Doktor oder Professor sollte ich werden. Naja, das war nicht meine Welle. Nee. Nach 3 Semestern Ingenieurschule, halt mal ab, ihr seid. Außerdem die Luft. Die war mal zu dünne. Kicken Sie mal, ich bin doch auch so der King, oder? Kennen Sie was Lukrativeres als die Baubranche? Krawutke, Krawutke. Was haben Sie denn bloß mit meinem Namen? Ah, jetzt weiß ich, wo ich Sie hintun soll. Sie haben bei Dr. Schickedanz die Mauer gezogen und dabei den Keiler kassiert. Was habe ich? Sie haben Frau Schickedanz Keiler in Zahlung genommen. Den mit dem Loch im Ohr. Ei, den mit dem Loch im Ohr. Also, ihretwegen war hier vielleicht schon was fällig. Ist ja auch zu drollig, dass ein Maurer für seine Arbeit kein Geld nimmt. Sagen Sie mal, meinen Sie vielleicht mich? Ja, na wen denn sonst? Ich glaube mir Rampenbus. Also, irgendwie kann ich Ihre Schwäche für solche Jagdtrophäen ja verstehen. Ich habe ja auch meinen Spaß daran. Aber dass einer mit Mauern sich seine Sammlung erwirbt, finde ich zu drollig. Ich auch, ehrlich. Na, Sie sind gut. Nee, sauer bin ich. Ja, wissen Sie denn, was Ihr Jatte macht? Der verletzt hautenge ökonomische Interessen des freischaffenden Baugewerbes. Was ich zur Not noch vertreten könnte. Aber das an mir, zur Verschleierung seiner Manipulation, das auch noch anhängen will, finde ich aber ungemein unfein. Wissen Sie das? Wie war das? Junge Frau, begreifen Sie nicht? Ich sammle im Markt der DDR, ja? Und Ihr Jatte ist der Großwildjäger mit der Mauerkelle. Nein. Doch? Nein. Nein! Du, Herbert, sag mal, können die Damen uns eigentlich hören? Wir sind doch in der Küche. Ach so, hat deine Frau eigentlich ein Wort verloren über diesen, wie heißt er, Krawutke? Nein, 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 nur übers Wetter. Übers Wetter? Ja, stell dir vor, ich habe meine Frau noch niemals so viel übers Wetter reden hören wie heute Mittag. Der reinste Wetterbericht. Ja. Du, übers Wetter kann man so und so reden. Du. Nein, es klang nicht wie eine Sturmwarnung. Eher wie das liebliche Plätschern eines Baches. Du, dieser Krawutke, der scheint ein sehr feinfühliger, sensibler junger Mann zu sein. Nur, Otto, eines irritiert mich etwas, weißt du? Was denn? Euer Keiler ist verschwunden. Verschwunden? Ja, ich hatte ihn in einem Karton im Schlafzimmer versteckt. Er ist weg. Wo kann er denn hin sein? Das ist die Frage. Hast du mal nachgehakt? Ich werde mich hüten. Ich habe den Karton mit keiner Silbe erwähnt. Herbert, da braut sich was zusammen. Alles klar. Doch, dafür habe ich eine Nase. Komm, lass uns da oben gehen. Ja. Du, Herbert, lass mir mal die Schachtel auf. Und dann sag mal, wie ist das nur? Die Schweine? Die schliefen tatsächlich wie chloroformiert. Und die Männer hatten gar keine Schwierigkeiten, sie auf Herrn Brettschneiders Anhänger zu laden und dann ab mit ihnen in Herrn Kosankes Stall. Nicht in den Wald? Na eben nicht. Sehen Sie, dieser Herr Kosanke, der bestand darauf, den Gesundheitszustand der Tiere zu überprüfen. Und die Schlaftabletten? Davon will dieser Unschuldsengel angeblich nichts gewusst haben. Er sei schon um 10 ins Bett und seine Frieda, die könnte das bezeugen. Ich stand mit Herrn Rosenknecht völlig allein auf weiter Flur. Und wie erklären Sie sich das nun alles? Na, Ihr Mann und mein Mann und natürlich dieser Herr Brettschneider, die standen auf Herrn Korsankes Seite. Ich habe überhaupt das Gefühl, die stecken alle drei unter einer Decke. Na, das Gefühl habe ich auch.
Und Ihr Mann, Ihr Lieber, der scheint uns ganz schön an der Nase rumzuführen. Sehen Sie mal alleine die Sache mit dem Keiler. Erst ist da ein Loch und dann ist wieder keins da. Dann pirscht er nachts, aber er hat angeblich nichts gesehen und nichts gehört. Und na und dann die Sache mit diesem ominösen Maurer. Ich halte ja jede Wette, den gibt es überhaupt gar nicht. Oh doch, den gibt es. Heute Vormittag, der junge Mann, das war Krawutke. Mich haut's um. Mich hat's auch umgehauen, aber wie? Also auf einmal, da hatte ich doch recht, da ist das alles Lug und Trug und alles Schwindel? Ja. Oh, diese Männer. Ach, wissen Sie, im Grunde bin ich ja an allem schuld. Na, also nun hören Sie doch, Herzeliebe. Mein Mann, der Jäger, ich wollte es doch so haben. Aber soll er doch mauern? Hauptsache, es bekommt seine Gesundheit und er fühlt sich wohl dabei. Na ja, so gesehen haben Sie natürlich recht, aber einen kleinen Denkzettel würde ich ihm doch verpassen. Den soll er auch haben. Das ist schon mit Krawutke besprochen. Mit Krawutke? Was denn mit diesem jungen Maurer? Da bin ich aber mit im Bunde, ja? Und meinen Otto, den verarzten wir bei der Gelegenheit gleich mit, ja? Einverstanden? Einverstanden, aber... Kein Wort. Na, kein Wort. Ja? Ja. Ist es hier Stapel? Aber natürlich, Herr Kosanke. Ja, dann ist ja gut. Tag, die Damen. Und Iros am Nachmittag. Na, Herr Kosanke. Sie kommen wohl immer gerne von hinten, was? Oh, das ist ganz unterschiedlich, Frau Doktor. Meine Frieda lässt schön grüßen und das Paket Streuselkuchen schickt sie mit. Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank, Kosanke. Und selbstgebackener Streuselkuchen? Ja, Butterstollen. Ja. Streusel. Ja. Ganz frisch aus dem Ofen. Schnuppern Sie mal. Ja, also keine Bestechungsversuche, ja? Aber nicht doch, ich wüsste ja nicht warum. Na ja, tun Sie mal nicht so scheinheilig, Herr Kosanke. Bin da keine Schuld bewusst. Ach, hören Sie sich das an, Herzelie. Würden Sie so nett sein, den Kuchen schon aufzuschneiden in der Küche? Ich möchte mit Herrn Kosanke noch was besprechen. Dürfen wir? Ja. Gerne, aber lassen Sie sich mal nicht von dem beschwatzen. Ich hatte mir ja eigentlich auf eine faire Aussprache bei einer guten Tasse Kaffee eingerichtet. Und dann werde ich vernischt und wieder nicht gleich abgebürstet. Mir brauchen Sie nichts vorzumachen, mein Lieber. Ich weiß alles. Echt? Echt. Aber eins ist mir unbegreiflich. Wie kann ein so kluger und gewitzter Jäger wie Sie mit meinem Mann auf so blödsinnige Weise drei Wildschweine nachstellen? Ach, meine Frieda ist schuld mit ihrer rabiate Tierliebe. Was hat denn Ihre Frau damit zu tun? Ich gleich. Sind wir ungestört oder macht ihr eh noch lange Ohren? Bestimmt nicht. Na, dann ist ja gut. Also, vorjet ja im Sommer, da hatte ich doch Herbert im Auftrag von unserem Jagdkollektiv in persönliche Pflege genommen, weil er doch so ein hundsmiserabler Schütze ist. Naja, und Sie, meine Jute, doch partout wollten, dass er seine ramponierten Nerven beim Pirschen regeneriert. Ja. Eines schönen Sonntagsmorgens nun traben mein Herbert und Icke in den Busch bei Fürstenwalde. Und die Sonne schien, die Lerchen tirillierten. Bloß ich machte ein saures Gesicht, was mit Friedas Jurkensalat zusammenhing, den ich zum Frühstück eingenommen hatte. Na also, kurz und gut, mitten im Walde drücke ich Herbert mein Gewehr in der Hand und schlage mir seitwärts in die Büsche. Ja, und dabei ist es dann passiert. Was? Na, in meiner Not rammle ich durchs Unterholz und stolpere in einer frisch linksführenden Wildsau direkt ins Bette. Und was dann? Na, ich ab wie irre! Die Sau wutschnaubend hinter mir her. Zum Glück kriegt den Ast von einer Eiche zu fassen. Na. Schwinge mir hoch. Na. Und die Bache? Galoppiert unter mir durch, direkt die Wange auf Herbert zu. Und ich könnte schießen, doch Mensch, schieß! Hat er geschossen? Der einzige Blattschuss seines Lebens. Aus 3 Meter Entfernung. Du liebe Güte, und das in der Schonzeit. Nee. Notgewehrt hat er sich, Frau Herz. Die Sau hätte den zur Minna gemacht. Aber die Frischlinge. Ja, sehen Sie, genau das war unser Problem. Die kleinen Biester in einem ungewissen Schicksal überlassen. Also das ging nicht. Da haben wir die 3 Ferkelchen eingefangen und meiner Frieda an ihr großes, weites Herz gedrückt. Und die hat nun die 3 Schniefschnauzen mit der Flasche auf ihr Bäppet. Ich
ahne was, Herr Kosak. Ich ahne was. Moment bitte. Ja? Na, dann ist er gut. Wird mir immer sympathischer, die Kleine. Gut, hast du geklingelt? Ja, Kinder. Wo ist meine Frau? Es hat mir geklingelt. Och, mach mich nicht schwach. Du, was wollte sie von dir? Wie meinst du denn? Was sie von dir wissen wollte. Ach, wenn nur die Eskapade mit den Schweinen. Das andere hast du ihr doch schon gesteckt. Nee, hey? Ich habe überhaupt nichts. Nee? Komm. Otto. Otto ist oben. Ja. Oder komme ich zu spät? Weder noch, Herr Rosenknecht. Wunderbar. Ach, die herrlichen Rosen. Der letzte Schnitt aus meinem Garten. Herbstlich zart, nicht wahr? Oh ja, vielen Dank. Oh, gern geschehen. Ist ordentlich frisch draußen. Und ein kalter Wind pfeift um die Ecken. Vielleicht ein Schnäpschen zum Aufwärmen? Will ich nicht abgeneigt. Ist denn alles gut gegangen oder hatten Sie noch Schwierigkeiten? Also dank der tatkräftigen Hilfe Ihres Mannes hat der Herr Superintendent von dem ganzen Vorfall nicht das Geringste bemerkt. Das freut mich für Sie. Ja, ich war auch sehr froh. Und dann habe ich gespielt, auch die Töne perlten nur so aus meinen Händen. Bitte sehr. Wissen Sie, irgendwie wollte ich die Affäre mit der offenen Tür einfach annullieren. Und so habe ich ihr mein Bestes gegeben. Der Erfolg war umwerfend. Wirklich? Ja, stellen Sie sich vor, ich soll demnächst ein großes Orgelkonzert geben. Was sagen Sie dazu? Mein Glückwunsch. Ja, es ist fast zu viel der Freude und das an einem Tag, der so grau und grau begann. Komm noch ein Gläschen. Oh, führe mich nicht in Versuchung, heißt es. Aber wenn die Versuchung so nett und reizend ist. Köstlich. Übrigens, der Schuss heute Nacht. Da behauptet mein Sohn, es sei die Detonation eines Blitzknallers gewesen. Ach, Ihr Sohn ist wohl Experte auf diesem Gebiet. Leider. Ich halte das seinen 14 Jahren zugute. Aber dass Ihr Mann an solchem Vergnügen auch Gefallen findet. Wieso? Na, beim Mittagessen habe ich erfahren, dass er gestern Abend einige solcher Knaller von meinem Sohn erworben hat. Und dann bumst es in der Nacht. Und nun glauben Sie, dass mein Mann gebumst hat? Spricht einiges dafür, nicht? Doch. Moment. Oh, was machen Sie da? Ich fürchte, aus diesem Gewehr wurde noch nie ein Schuss abgefeuert. Sie belieben zu scherzen, oder wie soll ich das verstehen? Ach, nichts von Bedeutung. Ach, Herr Doktor. So, herzlich willkommen, mein lieber Herr Rosenbaum. Knecht. Ja. Wo tut's denn weh? Nirgends, Herr Doktor. Wunderbar. Ich brenne darauf, mich in das Getümmel zu stürzen. Ach, das freut mich sehr, der Kaffeetisch ist ja auch schon bedeckt. Das mit solcher Liebe und Sorgfalt. Nur noch der Kaffee fehlt. Bis gleich, mein Herr. Ja, sehr freundlich. Ich komm, ich bring's bis an die Tür. Eine wunderbare Frau. Wäre ich nicht glücklich verheiratet, bei ihr könnte ich schwach werden. Sie nicht allein. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Ja, so setzen Sie sich schön hin. So, dann machen Sie mal schön bunt. Aber nicht doch so. Sagen Sie mal, mein Lieber, und Sie bestehen also auf dem Schiedsverfahren. Wildschweine in der Kapelle. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Und daran ist nur Herr Kosanke schuld mit seinen Schlaftabletten. Ja, mein lieber Herr Rosenknecht. Baum! Na, wie der Knecht. Na, wie der Baum. Der springende Punkt ist doch der, nicht? Dass die Tür offen war und nicht der Umstand, dass die
Schweine oder die Säue da irgendwelche ominösen Schlaftabletten zu sich genommen haben, was ja vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich verboten worden ist. Nicht? Also ich beschuldige Herrn Kusanke der Wilderei. Naja, mein Freund, da liegen doch einige interessante Fakten auf dem Tisch, wonach sich Ihr Vorwurf nicht aufrechterhalten lässt. Oho. Ja, oho. Und was wäre da noch? Sie haben die Tür offen gelassen. Ich bekenne mich schuldig. Was raten Sie mir? Kommen Sie mit. Kommen Sie mit nach oben. Sprechen Sie in aller Ruhe mit Kutte Kusanke aus. Was denn, was denn? Ich soll zu Kreuze kriechen. Ach, Unsinn. Es geht mir doch um den guten nachbarlichen Frieden. Nur mal uns hier. So, machen Sie mal die Schachtel erst auf. Ja? Was ist drin? Ja, ich werde sehen. Sehr zum Leidwesen meines Großväterchens. Ich habe mich ja nie für die Jägerei interessiert. Ich schon von Kindheit an. Ja? Am liebsten wäre ich Förster geworden. Aber meine Mutter. Man hatte eben immer die verkehrten Verwandten. Ach, apropos Großväterchen. Wo ist denn nun eigentlich mein Schweinskopf? Keine Bange, den kriegen wir schon wieder. Ja, oh, na, hoffentlich. Das schlüppert ja schon so verführerisch. Ja, das ist ja der Streuselkuchen. Lecker, lecker. Mein Sternchen. Ja. Später. Ach, es ist also wirklich so ein Duft. Wir sollten endlich Kaffee trinken. Es fehlt aber noch ein ganz bestimmter jemand. So, wer so fehlt denn noch? Kollege Krawutke. Krawutke? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich ihn eingeladen habe? Nein, nein, das hast du nicht. Ach, entschuldige, mein Schatz. Schmeckt's? Himmlisch, ja. Ach, jetzt kann ich auch nicht länger widerstehen. Also ich möchte jetzt bitte wissen, warum du Krawutke eingeladen hast. Dieser Kuchen, köstlich. Ja. Probier mal. Darf ich jetzt bitte erfahren, was Krawutke hier zu suchen hat? Was hast du gegen Krawutke? Als mir etwas schwarz vor Augen wurde, hat er sich rührend um mich bemüht. Ach, dir wurde schwarz vor Augen? Ja, leichter Schwindelanfall. Oh. Er hat mich ins Schlafzimmer begleitet und dabei wären wir beinahe noch über so einen alten Karton gestolpert. Ach, du dicker Vater. Ich hab da mal eine Frage. Müssen Sie denn ausgerechnet alte Kartons im Schlafzimmer abstellen? Das war sicher rein zufällig, nicht wahr, Herbert? Ja, das war rein zufällig. Also, Krawutke ist ja sowas von liebenswürdig und hilfsbereit. Ach, überhaupt, diese wetterharten, braungebrannten Jungs vom Bau. Also, die haben so dieses gewisse Etwas, was wir Frauen so lieben, nicht? Aber ganz besonders Krawutke. Dabei ist er vom Unglück verfolgt. Ach, sind beinahe die Tränen gekommen. Na, nur was hat er denn? Also, stellen Sie sich vor, sein Hobby ist die Jagd auf Hoch- und Niederwild. Aber seit einiger Zeit, da hat sich so ein leichtes Zittern im rechten Arm bei ihm eingestellt. Und jetzt jagt er nur noch mit der Maurerkelle. Das ist ja eine trostlose Wirkerei. Ach, wissen Sie, dieses Handwerk hat auch seine Höhen und Tiefen. Aber da kann doch so ein erfolgreicher Jäger wie du überhaupt nicht mitreden. Oho, nichts Menschliches ist mir fremd. Ach, ja. Sagen Sie mal, Herr Herz, wie bringen Sie eigentlich so Ihre Blattschüsse an? Das ist eine Frage von Kümmel und Korn. Ja, kleiner Scherz von mir. Wissen Sie, wenn ich so ein kapitales Stück im Visier habe, ja? Eigenartig, Frau Schickerlanz, ganz eigenartig, werde ich plötzlich eiskalt und pirsche an. Donner, heimlich still und leise, bloß was? Nicht das Wild verschrecken. Ah, und schießen Sie dann kniend aufgelegt? Nein, stehend freihändig. Aus allen Lebenslagen. Ach, das ist fantastisch. Ah, meine Liebe, frohe Botschaft. Ja. Die streitenden Parteien sind sich näher gekommen. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen, Otto. Wem sagst du das, ja? Oh, Bienenstich. Das ist Streuselkuchen, Otto, Liebling, bitte denk an deine Linie. Fortwährend, Schnucke, fortwährend. Ich hab ja dich zum Vorbild. Seine Frau sind gerade bei uns. Hallo Nachbar!
Ach, das ist der Herr Krawutke. Freue ich mich ja, Sie endlich auch kennenzulernen. Na, Jans meinerseits, Frau Dr. Jans meinerseits. Sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich zu der Mauer gesagt, die ich ganz auf der Stelle bei Ihnen gezogen habe, ne? Oh, nach Fabelhaft. Wirklich so eine solide und fachmännische Arbeit, die findet man ja heutzutage sehr. Rein nur untermauert, unterstreichen. Aber es ist meine Devise, Herr Doktor, von Krawutke nur das Beste. Frau Herz, Ihr Mann. Guten Tag. Ach, hier, der hat's aber auf dem Brunch. Ja. Das kommt von vielen Pirschen. Ja, mein Liebling, das... ich dachte immer, Waldluft gibt Kraft und Gesundheit. Ja, wie man sich täuschen kann. Na, überhaupt, Sie sollten es mit Ihrer Jägerei nicht zu übertreiben, Herr Herz. Ich finde jede Übertreibung, die schadet nur, nicht wahr, Herr Krawutke? Na, aber natürlich, Frau Doktor, natürlich. Sehen Sie mal, und Waldluft ist ja nur heute auch nicht mehr das, was das früher mal war, nicht? Weshalb ich dann auch auf den ganzen Schmonses verzichtet habe. Oh, bitte, auf was für Schmonses? Na, glauben Sie denn, ich robbe noch durch die Botanik wie ein Indianerhäuptling auf dem Kriegspfad? Nein! Ich nähere mich doch dem Wild auf viel elegantere Weise, quasi von hinten durch die kalte Küche. Ah, dafür ist aber auch jeder Schuss ein Hauptgewinn. Jeder Schuss. Also mit einer Einschränkung, und die betrifft den Keiler, den mir Ihr Jatte gestern angedreht hat. Sag mal, was haben Sie an dem Erbstück von meiner Frau auszusetzen? Der olle Krauter hat ein Loch im Ohr. Im Ohr? Ja. Oben rechts hat er ein Loch. Ja? Ja. Zeig ich mal her. Oben rechts hat er ein Loch. Da. Tatsache! Und durch in ein Loch. Und was für ein hübsches Loch. Ja, warte, den finden Sie hübsch? Also, Frau Herz, passen Sie mal auf. Ich kann darauf verzichten, ja? Herr Doktor? Ja. Habe Qualitätsarbeit geleistet, aber nicht für so ein Eumel mit Sachbeschädigung. Sagen Sie mal, junger Mann, was wollen Sie eigentlich? Na, das Geschäft rückgängig machen oder umtauschen oder was weiß ich? Was, umtauschen? Na klar. Na, glauben Sie denn, ich habe noch mehr solche Schweinsköpfe im Keller herumliegen? Ach, Herr Krawutke, gedacht doch mehr an unseren Keiler. Was, welchen Keiler? Na, den da. Was meinst du, Herbert, wollen wir Herrn Krawutke den Gefallen tun? Dir macht doch so ein Loch nichts aus. Nein, überhaupt nichts. Was tut man nicht alles? Nicht wahr, aus der Liebe? Große Klasse, Kumpel, große Klasse. Dafür beugt ihr dann auch einen echten Kamin. Wie bitte? Dafür dann entgegenkommen, beugt ihr einen echten Kamin. Was denn für einen Kamin, Mann? Herbert, warum schreist du so? Ich habe Herrn Krawutke gebeten, uns einen Kamin zu bauen. Aber Schatz, weißt du, was das kostet? Na, nichts. Er macht das für ein Geweih oder für noch so einen Keiler. Und da wir doch genug von dem Zeugs haben, so, dachte ich, es wäre ja die Gelegenheit. Natürlich. Nicht wahr, Herr Krawutke? Na klar, Frau Herz. Und ich sage Ihnen eins, das Ding da könnte mir in meiner Arbeit ungeheuerst lieben. Ach, das können Sie gerne haben. Ach, ich finde das ja so romantisch. Wir beide am Kamin und du erzählst mir deine Jagdgeschichten. Ja, meine Frau. Herr Krawutke. Frau Doktor. Es ist so ein Kamin. Das war schon immer mein Traum. Aber Frau Doktor, ich stehe doch ganz zu Ihrer Verfügung. Oh, Entschuldigung. Sagen Sie mal, Junge, aber wie haben sich denn die Finanzierung vorgestellt? Kein Problem, Herr Doktor. Hauptsache irgendwas Angemessenes aus Wald und Flur. Was Angemessenes, ja. Da haben wir doch auf dem Boden alten Uhu zu liegen. Ist ja nicht EU für den ganzen Kamin? Ach, mein Mann wird noch was zulegen, Herr Krawutke. Ihm läuft doch jede Woche was vor die Flinte. Ach, ich weiß doch schon gar nicht mehr, wohin mit all dem Plundern. Was, Plunder? Plunder, sagst du zu? Entschuldigt, dass ich hier so reinplatze, aber ein riesiger Keiler schummert sich am Zaun die Schwarte und will nicht von der... Oh, Moment, das ist Hektor. Hätte im Burschen wir nicht aber Beine machen. Immer gern, mein Lieber, aber sei schon vorsichtig, damit nichts passiert. Piff, paff, und der Fall ist erledigt. Sagen Sie bloß, Sie wollen jetzt schießen? Denken Sie, ich schmeiße mit Äpfeln? Ja. Sag mal, Schnucke, was ist denn für eine einfältige Frage? Was sagst du? Komm, beeilt und der Kaffee holen. Ich muss dieses Schauspiel sehen. Ja, ich auch. Stopp. Was ist denn los? Schweine. Was denn? Schon wieder Schweine? Schweine. Ich muss sofort zur Kapelle sehen, ob die Tür kommt. Was schleichst denn du hier rum? Ich? Ja, du. Ich stifte Ordnung, du. Im Sinne des freischaffenden Baugewerbes, was? Nein, im Interesse des Wildbestandes von dieser schönen Gegend hier. Ich nicht lache. Ossi,
Ich bin doch ein Tierliebhaber, verstehst du? Und wenn das Beispiel von deinem Kumpel Schule macht, ich sage dir, dann wird bald hier bei dem gegenwärtigen Bauboom überhaupt kein Rehbock mehr durch die Gegend hüpfen, verstehst du? Alles, was hier kreucht und fleucht, ist doch seines Lebens nicht mehr sicher, Mensch. Wie du das wieder erfasst hast. Da staunst du, wa? Und ich sage dir, ich könnte dir meine Tierliebe sogar so weit versteigen, dass ich meine jollende Freizeit auf deinem Bau verbringe, sagen wir mal für einen Stundenlohn von Neujahrsstücker circa. Was? Mach keine Witze, Mensch! Dumm! Ist aber ein Dumpingpreis, sag ich dir! Oh, sie kann dich doch nicht im Stich lassen, Mensch! Guck mal, ohne Spezialisten kriegst du dein Haus doch nie unter Dach und Fach, na? Na, das ist ja ein Tag für ihr Angebot, wa? Aber mach keine Reklame, das wäre Geschäftsschäden. Ja, wo weg denn? Komm, wir müssen auf der Flucht! Nein, ich habe die Munition vergessen! Ich denke, die Flinte schießt ja nicht mehr. Wieso durch die Blitzknalle aus? Hast du doch heute Nacht mir gegeben. Ja, dann gib sie mir doch endlich her. Ja, die habe ich zu Hause. Herbert! Herbert! Ja! Herbert! Schnell! Ich ärgere dich nicht! Denn keiner ist hinter mir her! Hallo, Margot. Mein Liebling. Hast du geschossen? Ja, aus dem Küchenfenster. Zweimal. Mit dem Gewehr? Womit denn sonst? Oh, meine liebe Frau Herz. Das war Rettung in der höchsten Not. Sie dürfen sich bei Ihrem Sohn bedanken. Wofür? Dreimal dürfen Sie raten. Herbert, Liebling, mach den Mund zu. Es zieht. Eine wunderbare Frau. Du natürlich, du natürlich. Nehmt bitte alle Platz, wir können Kaffee trinken. Was sagst du zum Bergmann?